Bei mir erfahrt ihr heute alles über den ersten Vorausscheid der SWR Music Kids. Wer sind die Gewinner, wer die Verlierer? Außerdem gibt es einen exklusiven Jury-Kommentar von Bettina Ballhause und ihr erfahrt, welche Band zurzeit alle Rekorde bricht und wie auch ihr von einer Spende für Japan profitieren könnt. SWM Music Hits 2011. Der erste Vorausscheid ist vorbei. Zwei finale Bands stehen fest. Neuigkeiten. Auf die Plätze, fertig, los. Am 9. April war Anpfiff. Einer der wichtigsten Musiknachwuchswettbewerbe Sachsen-Anhalts, SWM Music Kids, ging in die 10. Runde. Zum Jubiläum nutzten zahlreiche regionale Nachwuchskünstler ihre Chance, sich zu bewerben und um auf der großen Bühne ihr Talent unter Beweis zu stellen. Die Lizenz zum Spielen verteilte jedoch nur die Jury. Nur 15 Bands konnten es in einen der drei Vorausscheide schaffen. Das Projekt 7 auf dem Unicampus in Magdeburg füllte sich zum ersten Vorausscheid bis an die Decke, nur um die ersten 5 Nominierten live miterleben zu können. Und es war nicht nur das Publikum, was gespannt war, wer ins Finale kommt. Auch für die Bands stand einiges auf dem Spiel. Es gibt ein professionelles Coaching zu gewinnen, schon heute Abend für die zwei Bands, die weiterkommen. Es gibt zwei warme Plätze im Finale in der Factory am 28. Mai zu gewinnen. Mal gucken, wer dort heute weiterkommt. Außerdem gibt es professionelles Studio-Equipment für die Bands und es gibt auch einen Song produziert. The Anyway Business fing an. Die Hardcore-Metaller aus Magdeburg setzten nicht nur auf laute Töne, sondern auch auf elektronische Unterstützung aus dem Computer. Dieser tanzte jedoch schon nach dem ersten Song aus der Reihe und stürzte ab. Kleine Anfangsschwierigkeiten, die die Band jedoch schnell überspielte. Trotz gekonnter Improvisation schafften sie es nicht, mehr als nur ein Kopfnicken aus dem Publikum herauszuholen. Der Wecker klingelte erst bei We Walk Alone. Ihre Energie sprühte von der Bühne und das direkt in die Zuschauermassen. Die noch härteren Riffs der Gitarren wurden von schlagfertigen Gesangsexzessen zu einem Metal, wie man es lange nicht mehr gehört hat. Die Magdeburger legten somit die Messlatte für die weiteren Bands ziemlich hoch. Nach dem lauten Schreien von We Walk Alone ging es mit Meantime eher ruhiger weiter. Eine Premiere, die 5 standen zum ersten Mal auf der Bühne. Ohne Lampenfieber und mit ruhig rockiger Professionalität mussten sie sich vor den anderen auch nicht verstecken. Im Gegensatz zu Meantime hatte die nächste Gruppe schon mehr Bühnenerfahrung im Gepäck. Als alte Music-Kids-Hasen könnte man In My Days bezeichnen. 2010 scheiterten die Jungs knapp vor dem Finale. Dieses Mal war das Publikum äußerst zufrieden mit dem Auftritt der Band. Sie punkteten durch einschlägige Melodien und Rhythmen, die noch lange in den Ohren nachhalten. Ein wohlig perfekt konstruierter Auftritt der Altmark-Jungs, der einfach jeden zum Mitsingen animierte. Den krönenden Abschluss des Abends brachte My Third Eye. Ihre hausgemachten elektronischen Beats aus Synthesizer und Drumpad gingen sofort in die Beine. Die Verknüpfung von Elektro und Indie-Rock passte bei ihnen merklich zusammen. Ob das jedoch für den Abend ausreichte, entscheidet jetzt die Jury. Einstimmig stand die Entscheidung schnell fest. Die erste Band, die weiterkommt beim SWR Music Hits im Jahre 2011 und dann im Finale spielen wird, heißt We Walk Alone. Die zweite Band, die beim SWR Music Kids 2011 im ersten Vorausscheid weiterkommt ins Finale, heißt In My Days. Nicht nur Hartnäckigkeit, sondern auch viel Fleiß haben We Walk Alone und In My Days schließlich weitergebracht, worüber sich die Bands auch überschwänglich freuten. Sprachlos. Ja, befreit. Ja, befreit auf jeden Fall, weil wir alles daran gesetzt haben, seit dem letzten Jahr daran fest angeknüpft haben, mit dem Juryurteil uns auch zusammengerauft haben und uns den Entschluss gefasst haben, wir bleiben am Ball. Und wir wollten auf jeden Fall diesen Contest weiter anstreben und mit neuen Songs komplett das Jahr zubringen. Und es hat geklappt, dass wir das Publikum und dann schließlich auch die Jury überzeugt haben. Wir haben uns viel beschäftigt mit SWR Music Hits, auch in den Proben. Wir haben die Titelwahl sehr lange besprochen, was wir wirklich spielen wollen, wie das Set jetzt passt, wie das vielleicht auf das Publikum und auf die Jury wirkt. Die Konkurrenz war sehr gut im ersten Ausscheid. Da sind wir ziemlich überrascht, dass wir halt, wie gesagt, weiter sind. Und ich weiß nicht, was wir vielleicht besser gemacht haben oder was nicht, aber wir sind einfach nur mega glücklich. Also.
Die Jury erkannte die Konsequenz und musste bei ihrer Entscheidung nicht wirklich lange überlegen. Eine einfache Entscheidung ist es gewesen, insofern als das eine Band sehr herausragend war. Da war einfach ein richtig geiler Sänger dabei. Und die Kompositionen waren toll und die waren auch musikalisch sehr, sehr gut. Und die zweite Band konnte man aus den anderen Vieren sehr, sehr gut herauswählen, weil die sehr, sehr konsequent das gemacht haben, was sie gemacht haben. Die waren halt einfach auf dem Punkt. Die waren genau, als würde man so mit der Faust in die Handfläche schlagen. Und deshalb war das dann auch leicht, irgendwie da eine Entscheidung zu fällen. Das Publikum war mit der Jury einer Meinung und freute sich über die Entscheidung. Sehr toll. Warum denn? Ja, weil We Walk Alone weiter ist. Und warum magst du die so sehr? Weil die einfach Power hat und klasse ist, ja. Ja, das ist auf jeden Fall derbere Musik. Aber auf jeden Fall die zweite Band, die weiterkommt, ist auf jeden Fall verdient. Erstens musikalisch das Beste definitiv, was hier war. Und zweitens war ich mit denen allen so auf einer Schule. Also groß geworden mit denen und Hammer. Die ersten Finalisten fürs SWM Music Kids Finale stehen fest. Die nächsten 5 Anwärter gibt es dann beim zweiten Vorausscheid am 16. April, also schon diesen Samstag zu hören. Wir sind gespannt. Neuigkeiten. Nun wisst ihr, wer die ersten 2 Finalisten der SWM Music Kids 2011 sind. Aber was genau war denn eigentlich hinter den Kulissen los? Wo hat es die Jury vielleicht schwer gehabt und wie war die Stimmung vor Ort? Bettina Ballhause weiß mehr darüber. Neuigkeiten. Musikalisch vielfältig, ja, das ist ja irgendwie so ein schwammiger Begriff, aber heute hier beim 10. SWM Music Kids Vorausscheid im P7, da hat das definitiv zugetroffen, denn heute haben wir eine ganze Menge gesehen, über Hardcore, über Mädchen, Pop, Rock und auch noch Elektro, alles war dabei, doch gewonnen letztendlich haben 2 alte Hasen, 2 Bands, die schon mal hier auf der SWM Music Kids Bühne gestanden haben, die sich aber auch enorm weiterentwickelt haben und deswegen zu Recht im Finale sind. Ich rede von We Walk Alone und In My Days, einfach wunderbar war das heute anzusehen. Ich muss mich echt bedanken für diese schönen Auftritte, aber auch die anderen Bands konnten mithalten. Meantime, so eine kleine zierliche Dame auf der Bühne, die, sagen wir mal, noch ein bisschen an ihrem Zusammenspiel üben müssen, aber mich auch überrascht haben. The Anyway Business, die waren auch wirklich mitten in der Fresse, würde ich mal sagen, aber da hat es noch so ein kleines bisschen gefehlt. Zu We Walk Alone sind sie leider nicht rangekommen, aber ich bin gespannt, was wir als nächstes von den Jungs sehen werden. Ich hoffe, sie bleiben dran und ich bin vor allem wahnsinnig gespannt aufs Finale und auch We Walk Alone und In My Days, was die wohl im Finale machen werden. Also geht dahin. Neuigkeiten. Über Geld spricht man ja bekanntlich nicht. Bei der irischen Band U2 darf man das aber mal machen. Diese haben nämlich mit ihrem Konzert am vergangenen Sonntag in São Paulo, Brasilien, ihre aktuelle 360-Grad-Tour zur erfolgreichsten Tour aller Zeiten gemacht. Mit einem Umsatz von mehr als 558 Millionen US-Dollar, also 385 Millionen Euro, sind sie am Rekord der Bigger Bang Tour von den Rolling Stones vorbeigeschossen. Man rechnet damit, dass U2 bis zum Ende ihrer Tour im Juli mehr als 700 Millionen Dollar umgesetzt haben. Da soll noch mal jemand sagen, dass man mit Musik kein Geld verdienen kann. Neben dem Rekordumsatz gibt es auch noch einen anderen Rekord. Sie haben nämlich mehr als 700 Millionen Tickets verkauft, mehr als 110 Live-Shows gespielt und somit dafür gesorgt, dass die meisten Besucher zu ihrer Show gekommen sind. Also die meisten Besucher aller Zeiten auf einer Tour. Der größte Umsatz, die meisten verkauften Tickets und einen haben wir noch, die teuerste Live-Tour-Produktion. 3 in einem, also da kann man ruhig mal gratulieren. Alles Gute sagen wir auch an den Schauspieler Florian David Fitz. Der war nämlich am vergangenen Freitag bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises der große Star. Der Schauspieler und Drehbuchautor hat mit dem Film Vincent Vilmer 2 Preise gewonnen. Er selber wurde bester Schauspieler und der Film, in dem er mitgewirkt hat, wurde bester deutscher Film. Deswegen möchten wir euch Vincent Vilmer mal kurz empfehlen. Das ist ein tragikomischer Roadmovie über einen am Tourette-Syndrom erkrankten Jugendlichen, der wirklich sehr witzig und sehenswert ist. Insgesamt hat er schon mehr als 1 Million Zuschauer in die Kinos gelockt und wenn ihr noch nicht dazu gehört, dann guckt ihn euch mal an. Beim Deutschen Filmpreis ebenfalls ganz erfolgreich war der aktuelle Film von Tom Tykwer 3. Der Film hat passenderweise 3 Lola-Trophäen abgesahnt, einen für die beste Regie, einen für den besten Schnitt und einen für die beste Hauptdarstellerin.
Die Goldene Lola ist übrigens die höchste Auszeichnung im deutschen Filmbiss und wird mit mehr als 300 Millionen Euro Preisgeld belohnt. Der Film Vincent Vermeer hat allein 500.000 Euro davon abbekommen. Mehr Neuigkeiten erfahrt ihr bei mir in einer Stunde oder bei uns im Blog auf pop10.de. Neuigkeiten. Die britische Boulevardpresse The Sun hat vor einigen Tagen von einer angeblichen Reunion der Band The Stone Roses berichtet. Laut The Sun hatten sich der Sänger Ian Brown und Gitarrist John Squire auf der Beerdigung der Mutter des Bassisten Manny Mountfield über eine mögliche Reunion unterhalten. Die Band hatte sich im Jahre 1994 getrennt und seitdem kein einziges Mal mehr getroffen. Nun sind sie auf dieser Beerdigung nach 15 Jahren zusammengekommen und schon sind Gerüchte entstanden. Manny Mountfield war davon sehr empört, denn diese Gerüchte stimmen nicht. Er ging daraufhin gleich zur BBC und sagte, dass eine Reunion Totally Fantasy Island wäre und er regelrecht empört darüber sei, wie mit seiner persönlichen Trauer umgegangen wird. Die Band The Stone Roses war in den 80er Jahren eine der erfolgreichsten Bands aus England und eine Reunion wäre wirklich sehr interessant gewesen. Doch wir wollen nicht an der Trauer von Mountfield kratzen und belassen es so, wie es ist. Thank you for praying, now let's do some praying for Japan, sagen wir und auch die Internetseite Pay for Japan. Pay for Japan, das klingt jetzt vielleicht wie eine herkömmliche Spendenseite, ist in Wirklichkeit aber ganz interessant. Die Seite listet nämlich alle Möglichkeiten von Shopping-Sachen auf, bei denen man auch was Gutes tun kann. Kauft man dort zum Beispiel ein T-Shirt des Streetwear-Labels Supreme, werden 100% des Gewinns direkt ans Rote Kreuz in Japan geschickt. Man findet da aber auch noch weitere witzige Sachen, wie zum Beispiel ein Gummigehirn, tolle T-Shirts, gute Musik und Poster. Eben sehr interessant sind rote Kopfhörer der Marke Urban Ears und die spenden immerhin 50% des Gewinns an das Rote Kreuz. Charity Shopping heißt also das neue Schlagwort für den Frühling. Das finden wir sehr gut, auch wenn wir nicht genau wissen, ob das Geld wirklich immer genau dahin geht, wo die Verkäufer versprechen, es hinzuschicken. Wir glauben einfach mal an das Gute im Menschen und gehen shoppen. Mehr Neuigkeiten findet ihr bei uns im Blog auf pop10.de.